Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, King of Retail, dem Verkaufssim. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge gab es eine XXL-Einstellungsphase hier, ne? Wir haben den kompletten Arbeitsmarkt befreit von den Arbeitslosen und haben alle Leute eingestellt. Ihr habt gesagt, klingt nach einem Plan, war zwingend erforderlich. Ihr habt mir nochmal ein paar Tipps und Tricks mitgegeben, da werde ich dann nochmal gegebenenfalls was anpassen, wenn mir jetzt irgendwas auffallen sollte. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier die Mindestbestellung, haben natürlich immer noch nach wie vor einen Kredit, ne? Den müssen wir noch abbezahlen. Und ihr meintet, nimm auch andere Waren noch mit rein. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal hier das Mindestlager mit rein. Zack, boom, bang, bestellen alles, haben dann alles auf Lager und werden dann heute... Ja, mal wieder in unseren Laden uns begeben und werden loslegen. Ne? Auf geht's. Ne? Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Mittwoch. Ne? Heute ist Mittwoch, Bergfest. Ne? Heute Abend nochmal ein Stream ab circa 21 Uhr. Schaut gerne vorbei. Ansonsten die Woche keine Streams mehr live auf Twitch, da ich ja bei der Farming Simulator League bin. Ne? Deswegen da... noch ein bisschen euch gedulden. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Wir haben 4 Mitarbeiter aktuell geplant. Die arbeiten jetzt ja auch im Schichtsystem. Und ja, das wird auf jeden Fall dann heute auf uns zukommen. Da kommt auch schon die Ware. Ich werde trotzdem schon mal ein bisschen was einräumen. Ich weiß gar nicht, hatte ich hinten die T-Shirts schon alle eingeräumt? Das kann ich nämlich immer machen. Haben wir die alle rein? Ja, guck mal hier. Ne? Der Gronkh-Merch. Ne? Den haben wir auf jeden Fall am Start. Ne? Neue Sachen, die wir dort verkaufen können. Und GLP, ne? Haben wir auch noch mit dabei. Ihr habt gesagt, die Sachen verkaufen sich gut. Wehe, die verkaufen sich nicht gut, dann weiß ich auch nicht. So, die Leute sind da, ne? Wir haben jetzt hier einmal eine Kassiererin, wir haben einen Verkäufer und haben zweimal hier jemanden, der was im Lager macht. Das bedeutet, das Geschäft ist ab sofort wieder eröffnet und es geht wieder richtig los. Und Claudia ist noch nach wie vor krank. Guck mal hier, die Jasmin, die macht schon mal hier die Artikel alle soweit ready. Zur Schulung müssen wir die Leute auch noch schicken. Und im Lager haben wir die Rebecca, ne, die ist neu. Und die räumt heute alles aus. Wir haben jeweils einen Verkäufer, einen Kassierer, 4 Mitarbeiter. Und ich glaube, da kommt dann später nochmal ein bisschen was dazu. So ab Mittag rum wechselt dann die Schicht. Finde ich persönlich auch ganz gut. Und ja, ansonsten gucken wir einfach mal, wie der Rubel dann jetzt hier so rollt. Da kommen auch schon die ersten Kunden. Ich kann auch noch ein bisschen mit unterstützen. Mit dem Verkauf klappt, glaube ich, auch ganz gut. Ich hoffe, dass die Kollegin jetzt nicht zu viele Sachen, ja, sagen wir mal, kaputt macht. Guck mal, die Jasmin räumt hier noch alles ein. Hier haben wir auch noch ein paar neue Artikel mit reingenommen. Wo ist denn die Kundin hier? Boah, guck mal, die Leute. Wir müssen auch mehr Werbung machen, habt ihr gesagt, ne? Frau Kaiser, ich grüße Sie. Halten Sie die Stellung. So, Rechner haben wir auch hier. Ist auch tipptopp. Ne, schreibt doch mal gerne eure Meinung rein, wie ihr jetzt das Schichtsystem findet. Der eine oder andere hat schon geschrieben, dass ich es ganz gut finde. Guck mal, jetzt kommen noch ein paar mehr Mitarbeiter. Sind natürlich auch mehr Kosten, habt ihr gesagt, ne? Richtig. Aber je mehr Arbeiter, desto besser. Und ich werde ja auch mal so zwischendurch mal so ein paar Artikel einräumen. Werde dann hier nochmal dafür sorgen, dass auch immer ausreichend Ware da ist. Ne? Das ist halt auch wichtig. Und werde mich vielleicht mal darum kümmern, dass wir in der nächsten Folge vielleicht mit den Einnahmen die ersten Handys hier mal hinpacken. Ne? Wir haben jetzt hier mehrere Slots. Das heißt, wir können 2 Geräte immer hier hinlegen. Und davon haben wir doch gar nichts. Ne? Hier kommt unsere Handyabteilung hin. Da seht ihr schon die Schilder. Ich glaube, hier oben hatte ich noch kein Schild hingepackt. Das könnte ich mir eben kurz anpassen. Hey, can you help me? So, Editor. Nee, verändern war es, ne? Das wollen wir verändern. Jetzt lädt er leider wieder ein bisschen länger. Aber ist nicht schlimm, ne? Wir haben ja ein bisschen Zeit. Und werden mal gucken, wie weit wir heute kommen. Und gucken mal, ob wir da irgendwie was Passendes haben für Klamotten schon hier drin, ne? Ihr fragt euch mal, wo ich die Bilder her habe. Die meisten habe ich von Google und so weiter. Deswegen einfach googeln. Aber ich habe halt auch eine Lizenz. Guck mal, ich habe auch Kassen jetzt mit reingenommen. Das heißt, die Kassenbilder packe ich auch gleich noch dran. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Bild hier. Extra large. Jo, passt. So, dann haben wir hier noch ein Kassenschild da oben. Ich gucke mal gerade, ob ich das hier oben noch verändern kann. Der Konrad macht noch ein paar Fehler, ist aber nicht schlimm. So, haben wir das Kassensymbol denn hier. Guck mal, da haben wir eine Kasse. Zack. Vielleicht können wir noch den Hintergrund ändern. Beziehungsweise können das vielleicht hier sogar
in diesem Grün machen, wie man es immer so kennt bei den Kassen. Ne? Die haben immer so einen grünen Rand. Jetzt gucken, dass ich die Farbe da so erwische. Ich würde sagen, das ist hier so ein dunkleres Grün. Ne? Aktuelle Farbe speichern. Zack, guck mal, da haben wir da oben so ein Kassenschild. Ne? Finde ich jetzt nicht verkehrt. Das heißt, wenn die Kunden, dass da eine Kasse ist, ist natürlich nur eher rein optisch. Ne? Also die sehen jetzt nicht wirklich mehr, dass da eine Kasse ist. Ne? So, gespeicherte Farben. Nehmen wir mal die hier. Machen den Rand drum. Und dann ziehen wir uns die Kasse wieder hier rein. Blub. So, Kasse. Und da drüben haben wir auch noch bei der Frau Kaiser haben wir auch noch ein Schildchen. Das können wir auch nochmal anpassen, ne? Da oben. So. Zack, zack, zack. Gespeicherte Farbe. Tippitoppi. Kasse auswählen. Ready, steady, go. Blub. Ne? Hier ist die Kasse. Und ja, der Rubel rollt. Wir haben jetzt sehr viel Personal. Guck mal, wir haben 2, 4, 6, 8, 9 Leute im Laden. Ne? Also ich bin gespannt, ob es läuft. Wir haben insgesamt 3 Verkäufer. Wir haben 3 Kassierer. Rebecca macht jetzt gerade eine Pause. Wir haben insgesamt auch ein paar Auffüller mit dabei. Ne? Das heißt, da haben wir auch genug Leute. Ich bin gespannt, ob sich das lohnt. Die Lohnkosten sind auf jeden Fall höher. Timon kommt jetzt auch noch. Das heißt, wir haben 10 Leute. Ob sich das interessiert. Ob sich das so rentiert, ne, der eine oder andere wird dann auch bald wieder verschwinden, sodass er, guck mal, Ali ist auch schon wieder da, ja moin, Per hier an der Kasse, ne, also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe doch gesagt, Damenklamotten sollten wir dann auch schon mal bestellen. Was wir auf jeden Fall machen könnten wäre, ich glaube, hier passen immer 2 Artikel hin, ne? 2, 4, 6, 8... Tablets und hier Handys. Wie viel passt denn hier hin? Immer pro Reihe. 3. Aber auf dem passen 2, ne? Das heißt 2, 4, 6, 8 Tablets. Was kosten die denn? Wir gucken mal. Kaufinventar. Ne, brauchen wir nicht. Wir brauchen... Bestellung von Artikeln. Elektronik. Handys. Tablets. Boah, guck mal, da haben wir einige, ne? Das sind auch richtig krasse Sachen dabei. Die Frage ist, lohnt sich das? Verkaufspreise anzeigen. Hey, a little help. Das sind 2, 4, 6, 8. Das heißt, wir brauchen mal 8 Tablets. Die können wir ja schon mal bestellen. Dann legen wir die aus. Hier kommt dann noch so ein Schild hin. Und dann gucken wir gleich mal, ne? Ich würde sagen, Elektronik, Handy. Wir können auch Lieferungen so zwischendurch machen. Tablets. Würde ich sagen, 1 und 2. Das sind echt teuer, ne? So, 2 Tablets. Hiervon, von den LEDD. Dann nehmen wir hiervon noch 2. Und dann noch von... Guck mal, das sind jetzt schon 1400 Euro. Aber wir haben das Geld, ne? Und dann vielleicht noch die Pearl Easy. Das wird auch noch 2 von nehmen. Dann haben wir erstmal ein paar Tablets. Kostet 3000 Euro. Lol. Das ist ja echt teuer, Leute. Das ist ja richtig teuer. Da müssen wir noch mal ein bisschen warten, ne, bis wir das Geld überhaupt haben. Ach, herrlich. Handys sind wahrscheinlich auch nicht gerade günstig, ne? Guck mal hier, diese Touch-Dinger. Diese ganz einfachen. Oh, Leute. Oder lassen wir es erstmal? Ah, komm, wir lassen es erstmal. Bestellung entfernen. Wir lassen das erstmal noch für, mal für den heutigen Tag. Das heißt, hier habe ich vielleicht noch ein Schild, was ich platzieren kann. Ich guck mal gerade. Wandschild. Ich würde sagen M. Ich glaube, das hatten wir hier immer. Optik. Schwarz. Können wir das vielleicht hier so platzieren? Ich meine, ich hätte auch noch so ein Tablet-Bild gehabt. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ich mache das mal hier so in der Mitte. Dann gehen wir nochmal auf Verändern. Und gucke mal, ob wir da auch Tablets irgendwo hatten. Hier sind Tablets, guck mal. Sehr schön. Damit ein neues Schild. Da kommen Mobile-Geräte hin. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen, die wir noch auffüllen müssen. Und vom Geld her, ja, glaube ich schon, dass wir da mehr Geld machen.
Aber die Frage ist, wie viel bleiben am Ende des Tages übrig, wenn wir so viel Personal haben, ne? Guck mal, wir haben alles besetzt hier, ne? Gut, ein paar sind jetzt schon nach Hause gegangen, ein paar sind jetzt noch gekommen. Wir gucken mal kurz im Pausenraum, Mahlzeit. Guck mal, da sitzen sie auch zu viert, ne? Die Katrin, der Per und der Ali, die haben jetzt gerade Pause gemacht. Es läuft auf jeden Fall soweit. Wir können den PC ja mal benutzen. Wir können mit dem Schreiben mal beginnen. Das heißt, wir kümmern uns heute mal so ein bisschen um den Bürokram und werden unsere Fähigkeiten ein bisschen verbessern. Werbung ist auf jeden Fall auch immer noch ein Aspekt, den ihr geschrieben hattet, den wir auf jeden Fall auch berücksichtigen sollten. Ja, also es gibt viele, viele, viele tolle Dinge, die man hier noch machen kann. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt am Ende des Tages, ne, wie sich das Ganze darstellt. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Kassierer. Wir haben einmal die Einräumperson, die Katrin und insgesamt, nee, hier haben wir die zwei Kassierer, zwei Verkäufer und hier haben wir noch die Katrin, die räumt nämlich alles ein. Ob sich das denn überhaupt lohnt zum Ende des Tages, weil Personaleinsatz ist natürlich sehr hoch. Und ihr habt auch geschrieben, ich weiß gar nicht, warum du so viel Geld, so wenig Geld verdienst. Ich habe viel, viel mehr Geld. Schön. So, gucken wir mal. Besucher insgesamt. Schauen wir uns das mal an hier. Die Statistiken. Bauernmarkt. Senioren. Hausaufgabenhilfe. Was ist das denn? Ah, wir könnten quasi... Ware bis zum Himmel. Ah, wir können hier Artikel schreiben, ne? Wir können Beiträge auch erstellen. Ach so. Storytelling. Aggression, Verkauf, würde ich mal sagen, hier so. Technik. Bauern mögen wahrscheinlich mehr Technik, ne? Beitrag erstellen. Zielforum Bauernmarkt. Ah. Ah, da brauchen wir auf jeden Fall auch noch jemanden, der vielleicht da ein bisschen da noch unterwegs ist. Begrüßer kann ich ja eigentlich auch machen erstmal. Wir hätten noch eine Person als Begrüßer eingestellt, so halbtagsmäßig. Können wir uns vielleicht nachher auch nochmal anschauen. Aber Personal haben wir auf jeden Fall jede Menge. So viel Umsatz machen wir gar nicht. Guck mal. Wir machen nicht mehr Umsatz. Nicht wirklich, ne? Gut, wir haben jetzt ein bisschen was für Schilder ausgegeben, ne? Aber so doll ist das nicht. Gut, der Sonntag, wir haben natürlich spät begonnen. Da müssen wir vielleicht auch den nächsten Tag nochmal abwarten, dass wir da vielleicht auch nochmal ein bisschen was machen. So. Marketing. Da sollten wir vielleicht auch nochmal gucken. Die Frage ist jetzt an euch, wenn ich jetzt hier selber was mache, kann ich das ja selber einstellen. So, das ist ja soweit okay. Aber wenn ich hier Leute hinsetze, wählen die Themen selber, muss ich die selber hinzufügen? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also der Umsatz, weiß ich nicht. Aber es gab schon bessere Umsätze. So, irgendwas passt hier nicht. Irgendwas ist hier richtig im Argen. Jetzt kommen noch die ganzen Löhne, ne? Die jetzt natürlich auch noch abgezogen werden. Ist natürlich schwer. Aber zumindest ist der Fehler hier weg, dass der Kollege da hängen bleibt. Wahrscheinlich ist es an einer anderen Kasse. So, wir machen die Kasse jetzt mal zu hier. So, laufen da hinten vielleicht auch nochmal hin, wenn wir es schaffen. Und schließen die Kasse auch nochmal. So. Kassen soweit alle ready. Das heißt, hier können wir auch nochmal... Ja, gut, kann man nicht mehr hin. Ja, gucken wir mal. Miete, Lohn, 1000. Kredite, ja. Nach Adam Riese bleibt da nicht wirklich viel übrig, ne? Es bleibt da nicht wirklich viel übrig, Leute. Gut, es war natürlich ein Sonntagabend, ne? Wir haben jetzt natürlich keinen vollen Tag gehabt, ne? Wenn man sich mal die Öffnungszeiten anguckt. Wir gehen mal kurz zu den Öffnungszeiten hin, ne? Haben jetzt hier immer bis 20 Uhr, aber hatten jetzt hier auch einen kürzeren Arbeitstag. Das sollte man eher nicht berücksichtigen. Wir haben eine E-Mail. So, baldige Neuverhandlungen.
Ich habe das Gefühl, dass ich nicht geschätzt werde. Mein Gehalt entspricht einfach nicht mehr meiner Qualifikation. Ich denke, es ist Zeit, mein Gehalt neu auszuhandeln. Na komm, dann machen wir das eben noch. Frau Decker, ne, Sonntagabend, wer kennt's nicht. Wollen wir einfach nochmal das Gehalt soweit machen. Also ich finde die Schichtplanung ganz gut. Ne, guck mal hier, wir haben hier verschiedene Schichten mit dabei. Das passt, denke ich mal, auch ganz, ist glaube ich auch ganz in Ordnung. Und Gehalt neu verhandeln. Setzen wir uns mal wieder an den runden Tisch. Frau Decker, Sie bekommen 17 Euro. Ich bin glücklich. Sehr schön, das freut mich. Das haben wir dann auch geklärt. Das passt. Jetzt sollten wir nochmal gucken, dass wir hier vielleicht noch ein paar Artikel bestellen. Ne? Wir haben jetzt natürlich keine großen Sprünge hier drin. Guck mal, wir haben jetzt hier ja, den einen Bankkredit noch. Klar, ich kann jetzt nochmal 6.500 investieren, um Tablets zu holen. Ach komm, machen wir doch einfach. 6.500 nochmal drauf. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal ausreichend Kapital, um Tablets und Handys mit ins Sortiment zu nehmen. Ich muss mal kurz gucken, wie ist die Werbung? Wie ist die Werbung geschaltet? Ist die überhaupt noch aktiv? Ne, guck mal, wir haben gar keine Werbung mehr. Wir könnten hier Männer-T-Shirts nehmen. Tipptopp. Ne, die wir auf jeden Fall anbieten können. Wir könnten es auch anders machen, ne? Oder? Männer-T-Shirts und... Ah, muss es mittig platzieren. Schade eigentlich. Tägliche Nachrichten. Schnäppchenjäger, genau, kaufen. So, dann haben wir noch... Vielleicht... Was haben wir noch? Computers. Goldene Münze. Einfaches Leben. Ja, komm. Nee, warte. Mal groß. Computer. Auch Maximaltage. Und was wir noch machen könnten, wäre vielleicht... ja gut, Frauensachen haben wir doch leider noch nicht, ne? Und vielleicht Männerhosen. Ne? Das würde ich sagen hier. Modeland. Ne? Dass wir da auch noch ein bisschen Werbung schalten könnten. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. So, dann haben wir das geschaltet. Das sollte dann ab morgen greifen. Ansonsten, ja, die Einnahmen immer noch maximal gering, ne? Werden auch echt wenig Besucher am Sonntag. Ich weiß nicht, inwieweit das sich auch noch ausschlägt auf gewisse Sachen. Man weiß es auf jeden Fall nicht. Ja, ich werde das auf jeden Fall am nächsten Tag beobachten. Wir werden zu Beginn der nächsten Folge Mobile-Geräte holen, beziehungsweise Tablets und gucken mal, was noch übrig bleibt. Ich bedanke mich recht herzlich, wie immer, fürs Einschalten. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen lassen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch und sage mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.